Stefan Meross, meine wilde Vergangenheit mit Florian Silbereisen. Heute mega Erfolg, früher noch wild. Stefan Meross, 48, und Florian Silbereisen, 42. Beide starteten als Starmoderatoren getrennt durch. Bis dahin vereinte sie die Musik, die Lust am Schabernack. Wie wild sie es trieben, hat Stefan Meross Schlager.de exklusiv erzählt. Stefan Meross, auch heute noch geht er bei seinen Fans als der Spitzbuer durch. Und Florian Silbereisen? Den wünschen sich viele Mamas sicher als Schwiegersohn. Dabei sind die Freunde von Kindheit an so unterschiedlich nicht. Stefan Meross erinnert sich an eine Zeit, in der sich die beiden so nannten, wir waren die jungen Wilden, erzählt Stefan Meross Schlager.de. Stefan Meross, Florian Silbereisen und ein Elch. Stefanie Hertel, mit der ich damals noch nicht zusammen war, der Florian als kleiner Bub. Ich war ja der Älteste von uns. Florian Silbereisen und er hätten den Schalk im Nacken gehabt. Besonders, wenn es gemeinsam auf Tournee ging, wie damals, Anfang der 2000er Jahre. Da seien in den Hotels Blumen oder Büsche irgendwo vor ein Zimmertür gestellt, geklopft worden, und dann sind wir weggelaufen. Was wir dabei aber nie vergessen haben, unseren Respekt vor den großen Kollegen. Der Hammer, ein ausgestopfter Elch, den sie über die Flure gewuchtet hätten. Stefan Meross zu Schlager.de, wir haben alles gemacht. Wir haben die großen Kollegen auf die Schippe genommen, na, ja, vielleicht sogar verarscht. Da lacht er, das war eine ganz, ganz wichtige Zeit, in der wir von den Großen geprägt worden sind. Wir waren ja mit Heino unterwegs, mit Freddy Quinn. Marianne Michael, allerdings schränkt Stefan Meross ein, was wir dabei aber nie vergessen haben, unseren Respekt vor den großen Kollegen. Ab dem 16. Juni startet Stefan Meross mit 12 Live-Sendungen immer wieder sonntags, ARD, in seine Jubiläumsstaffel, 25 Jahre IWs. Ein Erfolgsformat, wohl auch, weil Stefan Meross eben dieser Spitzbuer geblieben ist.